Wer du willst. Und jetzt sag mir alles, was du über diese Kreaturen weißt. Schon mal gesehen? Weißt du, wo sie herkommen? Wie viele sind hier unten? Ich hoffe, du glaubst an Gott, Bruder. Wenn die zurückkommen, brauchst du eine höhere Macht an deiner Seite. Ich bin Lieutenant Colonel Eric King von der United States Air Force. Ich bin leitender Atomingenieur der Survey Group, die im Irak versteckte Chemiewaffen finden soll. Bei der Mission fanden wir etwas Unerwartetes. Ich beginne jetzt die Autopsie einer unbekannten Lebensform. Das war der letzte. Sollte sie erstmal aufhalten. Lang genug, um sie auf den Kameras zu sehen. Legen wir den Stolperdraht neu. Hilf mir mal. Wir haben schon oft in der Scheiße gesteckt. Noch nie so tief wie jetzt. Beim Kampf gegen Monster will ich niemanden anders an meiner Seite. Passt schon. Du weißt, ich bin immer für dich da, Kumpel. Egal, was kommt. Heftig gewesen, hätten wir uns jetzt beide in Luft gesprengt. Meinst du? Ich frag mich, wie viele solcher Städten wir einfach zerbombt haben. Der Kram soll ruhig im Staub versinken. Was ist dein Problem? Die Menschen hier wollten keinen Krieg. Warum verteidigst du den Feind, Sergeant? Wir wissen beide, dass sie nicht alle Feinde sind. Fuck, Jason! Geht es hier um das Mädchen am Checkpoint? Scheiße, Nick, wie oft denn noch? Wir dachten, sie hätte eine Bombe. Es waren nur ihre Einkäufe. Wir haben Mist gebaut. Denkst du, ich weiß das nicht? Wir können nicht ändern, was passiert ist. Nicht mehr, niemals. Es ist vorbei. Also reiß dich gefälligst zusammen, Nicky. Mailman 2-1 Actual, hier Dropkick. Bitte melden. Over. 2-1 Actual, höre Sie. Kameras sind bereit, die Tunnel wurden gesprengt. Over. Gute Arbeit, Lieutenant. Prüfen Sie den Ost... Muss mal kurz unterbrechen. Also Jason ist jemand, der blind Befehle befolgt und dem alles scheißegal ist. Ich werde es genießen, wenn er stirbt. Bleiben Sie wachsam. Over. Verstanden. Over and out. Hasse solche Leute. Die Kreatur ist etwa 8 Fuß groß, zweibeinig und hat Flügel. An den vorderen Gliedmaßen und Fingern befinden sich Häute, die an Flughäute erinnern. Die Epidermis wirkt, als wäre sie von einer Art Exkret bedeckt. Darunter wirkt sie irgendwie krank. Der Kadaver der Kreatur beginnt schon zu verwesen. Dropkick, hier Mailman 2-1 Actual. Nähern uns dem Ostdurchgang. Over. Ich sehe sie. Scheiße, die Tore haben ganz schön was abgekriegt.
Die Dinger kamen hier mit voller Wucht angestürmt. Wer auch immer die Waffe bedient hat, hat sie aufgehalten. Und wurde dann hinterrücks massakriert. Die Biester sind nicht dumm. Es sind Raubtiere. Ich würde wetten, wenn die schon mal hier waren, kommen sie wieder. Puh, ist der Typ anstrengend. Vor allen Dingen Käppi, blaues Oberteil, Tattoos. Er schreit förmlich Klischee. Bei meinem Glück überlebt er als einziger. Sichere den Tempel. Ja, yeah, Jason. Komm, sichere den. Da schieße ich ja auch einfach Rachel, die noch lebt. Dann kämpfe ich mit Nick. Ah, ich weiß, wo ich bin. Hier sind die beiden gestorben. Da liegen sie nämlich. So nah war ich der Hölle noch nie. Das könnte einer der... Eine blutleere Leiche mit mysteriösen Einstichstellen am Hals. Scheint ausgeblutet zu sein. Er war bestimmt einer der Forscher. Genau, das wollte ich sagen. Forscher. So heißen diese Leute. Oh. Oh. Ein Massengrab. Das ist ein Grund, dass ihr den so unsympathisch jetzt macht auf einmal? Also ich meine so richtig? Ich habe was verpasst. Soll ich in irgendeinen Konflikt? Womit hat sie das nur verdient? Von einem Flock durchs Herz getötet. Aber... Ja, aber da muss ja irgendwo Big Mama sein. Obwohl, nein, die ist ja tot. Verwandeln die sich? Nee, ne? Denke, das waren nicht die Kreaturen. Wer dann? Weiß nicht. Buffy? Wer? Behalt's lieber für dich. Na, wer kennt noch Buffy? Komm her. Achtung. Ich bleib bei dem Gewehr, wenn's dir recht ist. Nick hat's ja schon gesehen. Vielleicht habe ich Nick jetzt das Leben gerettet. Ich hoffe. Ich hoffe. Oh, dann... Was nochmal? Stolperdraht! Oh, check ich nicht. Weil die, das C4 an den Säulen, gezeigt wurde, aber nicht der Stolperdraht. Seltsam. Mehr Schrott. Was hast du da? Nichts, was uns hilft, hier rauszukommen. Das ist schön. Jetzt wäre es mir auch egal, wenn es die Kronjuwelen von England wären. Meine Güte, ist der Kerl anstrengend. Perfekt. Sieht aus wie ein Nadelöhr. Jedes Monster, das aus der Tiefe nach oben will, muss hier durch. In diesem schmalen Gang wird ihre Überzahl bedeutungslos. Sprengstoff. Ja. An den Säulen hat er die größte Wirkung. Aber da sieht man die Stolperdrähte. Ob die Dinger wissen, was das ist? Wir sollten sie nicht unterschätzen. Vermin wie die Seiten. Das wird sie ziemlich überraschen.
Nicht so wirksam, aber besser versteckt. Was meinst du? Wir brauchen die größte Wirkung. Verdrahte die Mitte des Korridors. Dann mal los. Machen wir das Beste draus. Ich sagte, die töten Rachel, die kommt wieder und er wird super durchdrehen und ihn töten. Oh, das ist großartig. Ich höre dich förmlich nachdenken. Was ist los? Wir hätten sie noch einmal warnen sollen. Fuck, Mann, hätte ich bloß nicht gefragt. Das Thema ist jetzt mal durch. Ach ja? Was gibt's sonst noch? Der Checkpoint war das perfekte Ziel für Selbstmordattentäter. Die Situation war schwierig. Wir mussten handeln. Und das war falsch. Warum kann niemand Klartext reden? Alle labern Mist, nur um mich durchzudrehen. Deswegen sind wir doch in diesem Sandkasten, stimmt's? Ich will die Wahrheit, Jason. Ich habe sie erschossen und das quält mich. Willst du mir ernsthaft weismachen, dass es dir nichts ausmacht? Die Dämonen da unten töten dich. Aber die hier drin fressen dich von innen heraus auf. Lass es hinter dir, Mann. Ich mein's ernst. Ah, du blickst also nach vorn. Ja, tu ich. Das tu ich tatsächlich. Ich kenn dich zu gut. Wenn du lügst, sagst du es immer zweimal. Einmal zum Austesten, einmal für den Nachdruck. Niki, komm schon. Ich hatte was mit Rachel. Ist das dein Ernst? Seit 3 Wochen. Scharf. Mäh. Dropkick, hier Mailman 2-1 Actual. Wir sind an einer Treppe, die nach unten führt. Ihr Befehl? Over. Zurückziehen und Umgebung sichern. Dropkick out. Stell eine Kamera auf. Dann Rückzug. Da ist sie. Übertroffen, Schatz. Nick? Jason? Sie wird nicht gehört, sie hört nichts, also ist auf jeden Fall bedeutend später scheinbar. Scheiße. Nichts Gutes. Naja, ich geh da mal hin. Jetzt ja nix. Warum sollten die tauchen? Oh, nice.
Was zum? Nope. Keine Chance, mich damit zu erschrecken. Na, der nächste kommt gewiss. Sehr gut. Scheinbar ist das ein etwas... Na, entweder ist das ein schlauerer oder... Guter Kontrast auf jeden Fall. Sieht irgendwie nice aus. Bisschen was von Warhammer. Eine Zeichnung? Speichel. Wir haben den schwarzen Speichel vom Schlund der Kreatur aus dem Kokon gesammelt und in Fläschchen gefüllt. Ich und andere, die an der Substanz rochen, litten danach unter Herzklopfen und Angstzuständen. Manche berichteten von eigenartigen Veränderungen der visuellen Wahrnehmung, wie zum Beispiel andere Farben. Wir haben in der Grabungsstätte, wo M angegriffen wurde, weitere Speichelproben gesichert. Der Geruch war so überwältigend, dass wir sie nur mit Atemschutzgeräten sammeln konnten. Wir empfehlen während der Arbeit mit den Proben allzeit Atemschutzmasken zu tragen, um nicht beeinträchtigt zu werden. Eine Wirkung ähnlich der von Pilzen. Xylozibin? Jetzt habe ich einen Ohrwurm, danke. Xylozibin! Kennt ihr Tiamat? Ich kann nur die Wild Honey CD empfehlen. Großartig. Hier lang. Papa Schlumpf. Das Wesen hat scharfe Klauen und Reißzähne aus einem harten, unbekannten Gewebe. Zwei Schneidezähne wirken grotesk missgebildet und verfärbt. Seltsam, unpassend. Die Membran, die den Körper umgibt, scheint den Ursprung im Mund zu haben.
Das Blut ist völlig fremdartig. Ich untersuche die Flüssigkeiten jetzt unter UV-Licht. Hey, einen Rat? Hättest vorhin reden können. Ja, aber der Dämon verträgt das Sonnenlicht nicht besonders. Ich wäre sehr vorsichtig mit dem Licht. Ich sagte, sei still. Oh Mann. Ja, danke, Salim. Ganz still! Colt Jackson, sieh das? Er weiß nicht, wer da gekommen ist. Er weiß nicht, wo sein Leben hin ist. Schön. Eine Leitung nach draußen. Vielleicht geht der Funk noch. Dann könnten wir Hilfe rufen. Wäre ein Versuch. Zweifelhaft. Wir wissen nicht mal, ob oben ein funktionierender Sender dranhängt. Aber die Kabel müssen ja irgendwo hinführen. Funktionieren sie noch? Anscheinend sind sie nur verheddert. Auch gut. Würde nicht gern darauf klettern, um sie... Was soll das, Joey? Verwandeln sich doch. Scheiße, Joey, ich bin's. Das reicht, Corporal Gomez.